Wir begrüßen euch zu unserem letzten Video von unserer Reise nach Belgien. Von der belgischen Nordseeküste machten wir uns auf den Weg zurück zu den Ardennen. Unser Ziel war ein kleiner Ort, in dem sich eine sehenswerte Grotte befinden soll, die man zu Fuß hineinläuft und mit dem Boot zurückgefahren wird. Das hörte sich gut an, das wollen wir natürlich sehen. Außerdem fahren wir noch an der Formel 1 Rennstrecke in Spa vorbei und ziehen ein Fazit zu unserer Reise nach Belgien. Viel Spaß beim Video! Grad hat es außen und wir ziehen uns an wie im Herbst. Aber das hat natürlich einen Grund, denn wir wollen in den Untergrund. In deine Grotte. Ja. Von einem unaussprechlichen Namen von der Ortschaft, aber wir kriegen das noch raus. Im Ja, klar, wir tragen es. Aubejovers, ja genau. Ja. Und das schauen wir uns jetzt an und es soll ganz interessant sein, weil da fährt man mit Boot zurück. Ja, genau. In die Grotte reinlaufen und mit dem Boot zurück. Hört sich doch gut an, oder? Auf geht's! Ja. Also da kommt man nur mit Führer rein und das sieht ganz interessant aus. Die Grotte von Remolkems ist durchaus etwas Besonderes und somit auch absolut sehenswert. Das Besondere daran ist, dass man ganz in seiner eigenen Geschwindigkeit ca. 800 Meter hineinlaufen kann. Es finden sich sehr viele Erklärtafeln zur Historie, aber auch zu den Steinformationen. Am Ende stehen dann Boote zur Verfügung, mit denen es dann in kleinen Gruppen zurückgeht. Ein Bootsführer ist natürlich dabei, der während der Fahrt noch viele Erklärungen auch in deutscher Sprache abgibt. Somit ein durchaus lohnendes Ziel in einer tollen, abseits gelegenen Landschaft. Leider ist das Videomaterial so schlecht geworden, weil es so dunkel in der Grotte ist, dass wir euch hier gar nichts zeigen können. Umso mehr eine Empfehlung, die Grotten einmal persönlich zu besichtigen. Uschi, warm ist außen, oder? Wir doch mit unseren Jacken. Aber sehr interessant, oder? Ja, am die Bootsfahrt war echt spannend. Die Bootsfahrt, die war echt toll. 750 Meter ist der Fluss da unterlang. Also echt klasse. Wir hoffen, das ist was geworden, die Bilder. Ja.
Dann können wir euch in der Bootsfahrt zeigen. Ich komme da einfach selber her. Es lohnt sich nämlich wirklich. War echt toll. Zum Wohl. Zum Wohl. Jupiter, so gut wie im Güstel. Stimmt. Wasser. So gut wie im Güstel. Außen hat es jetzt mittlerweile 31 Grad. Der Güstel war Gott sei Dank so im Halbschatten gestanden, das ging. Aber wir fahren jetzt gleich weiter. Und wenn wir schon in der Nähe von Spa sind, dann fahren wir wohin, wo sie? Na, zur Rennstrecke ist doch klar, oder? Das Städtchen Spa macht einen recht netten Eindruck. Wir fuhren aber einfach weiter Richtung Formel 1 Rennstrecke. Und das kennt ihr sicher, irgendwann steht man vor einem Zaun. Na gut, dann müssen wir eben zurück. Wieder mal stehen wir vor verschlossenen Türen. Und im Moment ist nicht einmal was los auf der Rennstrecke. Ich hätte noch eine Möglichkeit, da gibt es wohl noch einen Parkplatz, aber es ist ja gar nichts los auf der Rennstrecke. Gehen wir es auf, Rossi, oder? Klar. Tut sich, mir ist das jetzt nicht so wichtig. Tut sich gar nichts. Nee. Schade, wenn man wenigstens was gesehen hätte oder Motorengeräusche hören hätte. Es gab mehrere Stellen, an denen man offensichtlich noch an die Rennstrecke herankommen konnte. Wir entdeckten sogar noch eine ganz offizielle. Und da hätte man sogar weiterfahren dürfen. Der nette Mann an der Pforte wies uns jedoch darauf hin, dass wir durch den Tunnel mit unserem Wohnmobil nicht durchkommen. Wir sollen halt hinlaufen oder mit den Fahrrädern weiterfahren. Aber dadurch, dass wir auch schon etwas erschöpft waren und eine leere Formel 1 Rennstrecke ja auch nicht gerade die Sensation ist, beschlossen wir weiter Richtung Deutschland zu fahren. Wir fanden noch einen kleinen Stellplatz für die Nacht und am nächsten Tag fuhren wir die wenigen Kilometer, bis wir Deutschland erreicht hatten. Jetzt ist es Zeit für ein Fazit unserer Belgienreise. So, das war's mit unserer Reise nach Belgien. Wir waren noch bei Spa nach der Höhle und da wollten wir uns die Rennstrecke anschauen, aber es war null Betrieb und wir hatten eigentlich ja keine Lust mehr, die Fahrräder auszupacken und an der Rennstrecke dann hinzufahren mit Güstel, wenn wir nicht hinkommen, weil der Tunnel ist mit 2,50 Meter. Und dann haben wir es belassen, bei Malmedy haben wir noch eine Nacht verbracht,
haben nochmal eingekauft. Jawohl. Und dann haben wir uns auf den Weg zurückgemacht und weil es so gut gelaufen ist, sind wir die 350 Kilometer gleich durchgefahren und jetzt stehen wir schon wieder am Neckar. Ja, genau. Und schon wieder zu Hause und alles schon wieder vorbei. Und ja, wir waren jetzt 10 Tage unterwegs und ich muss euch sagen, ja, es war toll, aber viel zu kurz. Ja. Belgien ist wirklich ein sehr interessantes Land. Absolut. Ja, und ich gehe davon aus, wir fahren irgendwann wieder hin, denn ja, es ist sehr, also mir hat es sehr gut gefallen und ist sehr empfehlenswert. Es gibt vieles, was man da anschauen kann. War echt toll. Ja, es war sehr abwechslungsreich. Dann natürlich an der Küste war auch schön, auch wenn das Wetter an einem Tag nicht so toll war. Ja. Aber man kann da wunderbar fietzen, heißt es fietzen? Ja, Fahrradfahren. Oder fietzen. Ja. Also das ist wunderbar da zu fahren und das war, wir haben richtig schöne Tage gehabt. Aber wir haben jetzt auch terminlich die Verpflichtung, wieder nach Hause zu fahren. Ja, deshalb sind wir ja leider ja nur so kurz in Belgien gewesen. Was also an Belgien auch noch meines Erachtens zu beachten ist, die Geschwindigkeitskontrollen, da muss ich sagen, also das ist teilweise ziemlich komisch. Man fährt außerorts durch Wohnstraße oder durch dafür die Landstraße, wo rechts und links nur Häuser sind, darf man 70 fahren, das ist bei uns in Deutschland undenkbar. Teilweise gibt es auch Blitzer, da muss man auch aufpassen. Ja. Und an manchen Stellen sind wir uns vorkommen wie, oder an den meisten Stellen sind wir uns vorkommen wie in Portugal, aber nicht weil es so heiß gewesen ist, sondern weil die Straßen genauso in einem erbärmlichen Zustand sind. Also teilweise waren die in einem erbärmlichen Zustand. Ja, genau. Ja. Und wir haben uns im Vorfeld, bevor wir nach Belgien sind, registrieren lassen, weil es gibt um manche Städte wie um Brüssel rum und so Umweltzone. Richtig. Also bewusst habe ich jetzt überhaupt keine gesehen oder mitbekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns registrieren lassen und somit war jetzt alles sowieso okay. Wisst man so und so nicht, denn man wird da nicht angehalten. Es gibt da Kameras, die Kennzeichenerkennung machen und dann kann das sein, dass man danach irgendwie eine Ermahnung oder was weiß ich ja, kriegt oder im schlimmsten Fall der Strafzettel. Also wir hoffen nicht, dass das bei uns kommt, nee, aber wir haben uns ja auch registrieren ja lassen. Also das solltet ihr da vielleicht doch berücksichtigen, wenn ihr in der Stadt nach Belgien geht, dass ihr euch da schlau macht, wie das mit registrieren läuft. Das ging ganz problemlos am Handy, aber das innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Genau. Ja, und das war es jetzt eigentlich. Es geht jetzt wieder weiter. Jetzt geht es erst einmal nach Hause. Da haben wir ein paar Termine, aber schon irgendwann melden wir uns wieder. Genau, so machen und wir das. Ansonsten bedanken wir uns, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch das auch ein bisschen gefallen hat. Ja, denn es war wirklich sehr interessant. Ja, und ja, jetzt sagen wir dann einfach Tschüss, oder? Ja, genau. Also, Tschüss. Macht's gut, ciao. Zehn Tage waren wir in Belgien. Wir haben ein sehr vielseitiges Land kennengelernt und sehr viel erlebt. 6 Videos haben wir gedreht und verlassen Belgien jetzt und werden das Land aber sicher wieder bereisen. Schön, dass ihr uns begleitet habt und bis bald wieder.